die Schweizer Nummer 1, Beta Becic. Ziel ist natürlich von jedem, der die Olympiade geht, dass er eine Medaille kann holen kann. Ich kann so viele Sachen aufgeben und es ist genau für das. Wir haben jetzt gerade erfahren, dass Indian Wells abgebrochen wird wegen dem Coronavirus. The 2020 Olympic Games in Tokyo are off. Wir wissen, das ist das einzige Turnier, das wir spielen werden. Das ist ein Desaster. Wir haben jetzt gerade ein E-Mail bekommen, dass auf unserem Flug jemand positiv war und davor müssen wir 14 Tage in der Quarantäne sein und es ist ein riesen Desaster. 72 Australian Open players are waking up in quarantine this morning, banned from daily training after another COVID case was found aboard a charter flight. Wie geht's? Ja, nicht so gut. Behörden in Australien, die haben lange gerungen mit dem Turnier. Veranstalter, es ist hin und her, findet es statt, findet es nicht statt. Letztlich hat man sich dazu durchgerungen, das Turnier zu machen, mit einer zeitlichen Verzögerung und mit harten Quarantänen für Leute, die positiv sein sollten. Wir sind hier angekommen und es hat alles eigentlich sehr gut ausgesehen, wie es organisiert worden ist. Also wir haben den Flug genommen, wir haben natürlich zuerst alle einen Test gehabt, bevor wir ins Flugzeug gestiegen sind. Es war alles sehr strikt gewesen. Das hat man gar gesehen, dass es wirklich total durchgeplant ist. Wir sind wie mit niemandem in Kontakt gekommen, überhaupt nicht. Trotz dieser Vorsichtsmassnahmen und einem strengen Hygienekonzept hat es nachher das nackte Chaos gegeben. Dann ist mir ein offizielles E-Mail gekommen und alle auf unserem Flug, dass eine Person positiv war und dass wir jetzt alle quasi total strikt in Quarantäne mit 24 Stunden, 14 Tage lang. Betroffen sind 72 Spielerinnen und Spieler plus etwa dreimal so viele Begleitpersonen. Es ist einfach jetzt sehr, sehr unfair wegen der Chancengleichheit. Die anderen können einfach trainieren und wir nicht. Vor einem Grand Slam-Turnier zwei Wochen praktisch nicht können zu trainieren. Das ist ein Desaster für eine Spielerin, für einen Spieler, der sich schon seit Monaten darauf vorbereitet. Das gibt eine Verzerrung von der sportlichen Ausgangslage, die bisher noch nie da war. Es ist jetzt so, dass sie versuchen, den Spielern, die in der Quarantäne sind, versuchen, irgendwie so ein bisschen Equipment zu geben, zum Beispiel einen Medizinball oder ein Velo. Wir haben jetzt zum Glück ein Velo im Zimmer. Wir haben jetzt mal das Bett so auf die Wand tun und haben versucht, ein bisschen Tennis gegen die Scheibe zu spielen. Ich hoffe, meine Scheibe hebt, aber ich habe gedacht, im 32. Stock muss die schon heben, wenn das ein sicheres Hotel sein soll. Meistens mache ich einfach am Morgen ein bisschen Velo, zum wach werden, um die Muskeln so ein bisschen beschäftigen. Und dann machen wir ein bisschen intensiveres Training, also ein All-Body-Workout. Also wir haben ja kein Gewicht, also mit so Eigengewicht und so. Oder machen einfach so ein Footwork-Training, das was geht und einfach ja, in dem Raum, den wir haben. Ich glaube, die Quarantäne, die Belinda musste machen vor dem Australian Open, hat sie sicher noch Monate belastet und hat ihr die ganze Saison sehr erschwert. The Australian Open might well serve as a grim warning for other big international events that are scheduled to take place this year. Es kommen ganz viele Bedenken auf. Ist das überhaupt sinnvoll, so Tennis zu spielen? Und selbstverständlich überlegt man auch, kann man so Olympische Spiele durchführen. Es ist schon ein bisschen Drama und schon ein bisschen die Frage, ob es das richtig war, das Turnier hier stattfinden zu lassen. Ja, die Situation in Melbourne ist ein Kulminationspunkt von einem Weg mit vielen Hochs und Tiefs. Ein Weg, der mit bitteren Tränen angefangen hat.
Belinda Bencic withdrawing. Aufgeben ist immer für mich etwas vom Schlimmsten. Also ich hasse es wirklich. Das macht man eigentlich wirklich nur im schlimmsten Moment. Sonst würde man auch fertig spielen. Leaves the court in tears. Ich habe wahrscheinlich bei dem Match vorher irgendwie einen harten Stopp gemacht. Und es hat wie so die Ferse geprellt. Das ist natürlich ein unglücklicher Zeitpunkt für eine Verletzung. Belinda hat bis jetzt noch die beste Saison gespielt von ihrer Karriere. Sie hat Turnier gewonnen in Dubai. Sie hat den Hopman Cup gewonnen und ist in Form. Wir sind jetzt am Packen, meine Lieblingsbeschäftigung. Alles ist so schwer und es passt einfach nicht. Jedes Mal. Und wir fliegen auf New York. Hotelzimmer. Es ist unglaublich. Normalerweise in New York sind Hotelzimmer klein und man schaut die Wand an. Und das Mal haben wir eine mega Aussicht und ein mega Zimmer. Mit ihrer Form hat Belinda am US Open zu den Favoritinnen gehört. Mit dieser Verletzung dominiert natürlich die Unsicherheit. Nach Cincinnati haben wir alles versucht zu machen. Wir haben Einlagen gemacht, wir haben ja, mega viel Physio gemacht. Einfach alle Therapien, die wir können. Wir sind hier News Open und jetzt haben sie die Spieler hier wirklich einen super Raum gemacht, wo man stretchen kann, ausrollen kann und ja, regenerieren. Also hoffentlich hilft es mir etwas. Und dann bis zum letzten Moment haben wir gewartet, einfach, ob ich dann kann spielen. Ich habe wirklich mega wenig trainiert, was auch ein komisches Gefühl war. Aber irgendwie ist dann das Tennis auch besser geworden, weil ich einfach so relaxed war bin und meine Erwartungen waren einfach nicht hoch von meinem Tennis her. Belinda erlebt einen ganz ruhigen Start ins Turnier. Von außen merkt man auch nichts von ihrer Verletzung. Mit der Ferse ist es dann auch immer besser geworden, während dem Turnier sogar. Und dann steht Belinda schon im Achtelfinal und trifft dort auf die Osaka, Nummer 1 der Welt. Und dort schafft sie ein Ausrufezeichen. Bencic gets the break with the pass down the line. She'll serve for the first. Nach der Osaka schlägt sie auch Donna Vekic und startet das erste Mal ihrer Karriere im Halbfinale eines Grand Slam-Turniers. Im Halbfinale trifft Belinda auf Andreescu. Das ist eine ebenbürtige Gegnerin. Belinda, ihre Leistung stimmt auch im Halbfinale. Das sieht man an der Breakbell. Sie vergibt eine Menge von denen, müsste eigentlich den ersten Satz gewinnen. What a way to take it. That was some wild ride of an opening set. Andreescu takes the opener on the breaker. Aber es kommt halt wieder auch mal ihre emotionale Seite zum Vorschein. Sie hadert, sie verwirft die Hände und leiht sich sogar mit dem Publikum an. Extrem weh tun. Ich bin so nah gsi. Ich han so viel Breakchancen gehabt. Das hat wahrscheinlich kein Mensch gehabt. Mega bitter gsi. Also nach dem Match bin ich wirklich mega enttäuscht gsi. Belinda ist sehr nah an dem Grand Slam Titel gsi. Das US Open hätte grad so gut sein können gewinnen wie Andreescu. Ich glaube im Tennis ist es immer so, wenn man einfach man spielt das Turnier und wenn man das Turnier nicht gewinnt, dann geht man eigentlich immer als Verlierer vom Turnier weg. Belinda, ihren Erfolg, die Rückkehr zum Erfolg, ist eigentlich auch die Rückkehr vor dem Vater in ihr Team. Nach einer knapp zweijährigen Trennung sind sie wieder zusammengekommen. Dazu hat sie jetzt auch einen Freund, der sehr wertvoll ist für sie, Martin Romkovic, mit einer Trainingsbasis in Bratislava. Das Umfeld ist für
Belinda extrem wichtig. Also sie ist kein Roboter, der Tennis spielt, sondern ein sehr emotionaler Mensch, der die Menschen, die ihr wichtig sind, gerne dabei hat. Potom Andrés, come chiedo una missione veci, ane napisane, chceme to prebrat, to sú a proti Andrésku si to v hlave nevydržala. Tak nad tým musíš pracovať. V takých situáciách, aj keď vedieš, nesmieš panikovať. A potom samozrejme ti odišiel ten servis a bolo to vtipný. Der Ivan ist ein ehemaliger Eishockey-Spieler. Der ist wettkampfstark, der ist wettkampfhart. Der geht mit der Belinda natürlich auch nicht zimperlich um manchmal. Potom všetko ju ruší, keď jako trochu knap. Že ono všetko ťa jako ono rušalo, i keď trochu je to úzke. Tak v tom Andrea Esku mač to bolo extrémne. Tam ťa všetko rušalo. To si nemôžeš dovoliť, ono kvôli sebe, nie kvôli tým ľuďom na tribúne, ale kvôli sebe to ťa rozhodilo, to bolo trochu už jak one na malo. Manchmal ist es wirklich so, dass ich in einem Match bin und ich komme raus und keine Ahnung, mein Papi oder Martin sagen, ja, aber wie hast du dich also heute benommen? Und ich so, was habe ich gesagt? Ich weiss es manchmal wirklich nicht. Also ich bin wie so eine andere Person und ich bin wie so in einer anderen Welt in diesem Moment. Belinda ist sicher ein Grenzfall, was den Umgang mit der Emotionalität betrifft. Sie hat sich früher noch viel zu fest gehen lassen, das ist klar. Es war auch nicht immer gut für sie. Sie hat ihre Aggressivität manchmal in sich hineingefressen. Und wenn man nachher gesehen hat, dass sie zum Teil sogar gebrüllt hat beim Seitenwechsel, dann hat man irgendwie schon das Gefühl gehabt, nein, das schadet ihr, da muss sie einen Schritt machen. Ich finde, ich brauche es auf dem Platz, weil ich spiele besser. Wenn ich mich selber zusammenschiesse, Wenn ich ein bisschen täubele, ich komme so viel Energie über. Ich weiss, viele sagen, du verschwendest Energie, mir gibt es Energie. Logisch, man muss es unter Kontrolle haben, man darf es nicht so weit lassen, dass es eigentlich dich runtermacht oder dass du einfach dich lässt runterziehen von deinen eigenen Emotionen. Vor allem an grossen Turnieren wie Grand Slams oder Olympia, wo der Druck nachher grösser ist, ist es wichtig, dass man die Emotionen managen kann. To je jedno, rýchlo už ako zakončíme. On povedal, že keď to dostaneš ako pod kontrolou, tak to je jak next level. Áno, a to platí aj teraz. Vo Wimbledon, keď to vydržíš, toto keď ho nevydržíš, hrajúci s nimi, keď nie na nimi. Nach dem US Open musste ich vier Wochen Pause machen. Im Fest ist eigentlich viel besser. Ich kann jetzt auch die super Einlagen, so neue Einlagen bekommen. Und ich hoffe, dass ich es im Tennis nicht mehr spüre. Dann. Das ist eigentlich das Ziel. Alibi. Ich hasse das Ding. Sorry. Es ist so schlimm. Wer hat der, der das erfunden hat? In meinem Alltag spielt die Olympiade eigentlich noch nicht eine grosse Rolle. Natürlich in den Gedanken ist es schon da. Leider habe ich die letzte verpasst in Rio wegen einer Verletzung. Und das war mega bitter für mich. Also umso mehr freue ich mich jetzt eigentlich auf Tokio. Aber wir haben ja jede Woche ein Turnier. In dem Fall muss ich mich wirklich von Woche zu Woche vorbereiten. Mein Ziel ist natürlich die WTA-Finals in Shenzhen. Ich meine, ich bin so nahe, auch von der Race her, im Ranking so gut. Und das ist einfach ja, wie so meine letzte Chance jetzt, die letzte Turnier. Und ich hoffe einfach sehr, dass ich es schaffen kann. Dole, Belinda, Zadok, dole, poch. Nach dem US Open rutscht der Fokus natürlich für Belinda aufs WTA-Final in Shenzhen in China. Das WTA-Finale gilt allgemein als fünftes Major-Turnier. Es kommt unmittelbar hinter den vier Grand-Slam-Turnieren. Die besten 8 Spielerinnen vom Jahr qualifizieren sich. Sie liegt jetzt in der Saisonwertung auf Rang 8. Meine fixen Turniere, jetzt eigentlich die wichtigsten, sind jetzt sicher Wuhan und Peking. Ich brauche ein paar Pünktchen noch, um in die Top 8 hineinzukommen. Und sobald ich das eigentlich habe, dann spiele ich eigentlich nicht mehr spielen und ich probiere so gut wie möglich für die Masters vorzubereiten. In China läuft es nachher an diesen 2 Turnieren in Wuhan und Peking enttäuschen. And that is the match. Belinda Bencic is out.
Belinda übersteht nur zwei Runden an diesen zwei Turnieren und rutscht in der Jahreswertung zurück. Das ist ein Rückschlag. Die WTA-Finalqualifikation ist plötzlich wieder in der Ferne. Jetzt muss Belinda natürlich reagieren und sie schaltet das Turnier ein in Linz, wo sie eigentlich nicht hätte gespielt sonst. Ganz ehrlich, ich habe mir mehr erhofft von China. Ich kann eigentlich beim zweiten Turnier kann mir nichts vorwerfen. Ich habe wirklich eine starke Auslosung verwünscht. Im ersten Turnier kann mir aber vorwerfen, den Match hätte ich sollen gewinnen. Und das hat mir geholfen für die Race. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen im Rückstand, aber immer noch nicht unmöglich. Normalerweise bin ich eigentlich eine, die nicht viel so die Ranglisten anschaut und Punkte zählt und alles. Aber in dieser Situation, man kann es nicht vermeiden. Also es ist wirklich, man muss es zählen und man muss wissen, welche Turniere man soll spielen oder nicht. Und es gibt eben so eine App, die Live-Rankings zählt und du weißt genau nach jedem Match, ob du oder wie du bist, punktemässig. Und dann ja, weiss ich jetzt, dass ich eigentlich 100 Punkte hinter den Bertens bin. Kiki Bertens, sie hat mich wie in einem Albtraum eigentlich immer begleitet. Und von Anfang an haben wir wirklich immer uns die Position immer so gewechselt und alles. Würde ich in jedem Match schauen, auf der App, wie es jetzt aussieht? Ja, eigentlich schon, ja. Vom Thema her habe ich das Kleid so aus. Um die Turniere zu lancieren, gibt es oft sogenannte Player-Partys, wo Spielerinnen, Medien, Sponsoren, ausgewählte Fans dabei sind. Hier in Linz ist bei der Players-Party immer so ein Thema. Und dieses Jahr ist es 1920s oder irgendwie Golden Girls oder so etwas. Und gestern konnte ich das Kleid auswählen und so. Es ist wirklich so 1920s, eben mit Stirnband, Federn und einfach ja, also dann Ketten, also es wird mega lustig. Bei anderen Turnieren ist es manchmal so ein Must und da ist es wirklich ein Wollen und alle Spieler gehen eigentlich wirklich sehr gerne her, weil es einfach, ja, weil man sich einfach Mühe gibt und es einfach mit lustig gestaltet ist. Donna, you arrived! Yes. Come here! Meine beste Freundin auf der Tour ist sicher Donna Vekic. Ich habe mit ihr ein super Verhältnis, wir kennen uns eigentlich schon länger. Also Tennisprofis sind ja im Prinzip Einzelgänger. Bei den Frauen noch mehr als bei den Männern. Bei den Männern sieht man immer wieder so Spanier zusammen, Franzosen zusammen. Bei den Frauen gibt es selten so Gruppenbildungen. Was man mehr sieht, sind eben so Zweier-Freundschaften, wie jetzt mit der Belinda und der Donna Vekic zum Beispiel. Das ist echt typisch für das Frauentennis. Man sieht sich jede Woche und ich verstehe irgendwie so Mädchen nicht, die nicht Heu sagen können oder etwas. Und, ich habe ein paar Kolleginnen auf der Tour und schätze das eigentlich auch sehr. Logisch auf dem Platz. Es ist nicht einfach. Also, man ist dann auch nicht irgendwie Best Friends oder etwas, aber ich denke, wirklich ein bisschen relaxed kann man sein. Getting ready. They didn't have seatbelts in 1920s. Yeah, that's true. Das sind so typische Entwicklungen gewesen, dass jetzt auch die Players Parties viel tröger geworden sind, viel professioneller. Viele Leute kommen einfach nur schnell, dass sie dort sind für ein Foto. Das war früher noch schon ganz anders gewesen. Legendär sind am die Players Partys in Monte Carlo gewesen. Ist man einmal in so einem Gartenrestaurant, da heißt Le Pirat. Und die sind regelmäßig geendet, haben die Essen damit, dass man Teller rumgeschmissen hat. Über den Kopf, hinterschi und so. Das ist schon eine ziemliche Dekadenz schon fast, muss man sagen. Ich finde es immer eine gute Abwechslung, aber es ist nicht wirklich eine Party-Party. Also man geht essen, man trinkt Wasser maximal mit Kohlensäure und wenn man am nächsten Tag spielt und alles, geht man eigentlich nur schnell kurz rein, kurz raus. Ich denke, am schlimmsten ist es, wenn man aufwacht und wieso der Matchtag anfängt. Weil dort merkst du einfach die Anspannung und du bist noch so ein bisschen unsicher, weißt nicht, wie du dich fühlst und so ein mulmiges Gefühl, weil ich einfach ja, nicht weiss, wie es wird sein wird oder wieso ja, die Garantie nicht habe, was jetzt in diesem Match passiert. Ich bin aufgewacht vor 20 Minuten. Und mache dann ein bisschen so Übungen zum Mobilisieren alles. Und das tut mir irgendwie so ein bisschen gut, um den Tag zu starten. Und dann ja, zum Morgenessen und dann
noch mal liegen. Und ich bin ja den ganzen Tag heute im Hotel, weil ich erst am Abend spiele. Also, normalerweise würde ich wahrscheinlich lieber 15 Minuten joggen. Ein bisschen, auch draußen ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer. So ein bisschen frische Luft und alles. Aber ja, das Jahr komme ich noch so durch. In Linz ist es mit der Ferse eigentlich ganz okay gegangen. Dort fühlt sich an, wie wenn ich so auf einem Stein würde, immer drauf gumpen. Und ich habe mir jetzt eigentlich wie so ein bisschen an das Gefühl, dass ich das Gespür gewöhnt. Und in dem Sinne ist es eigentlich okay, wenn es zu viel wäre, dann hätte ich nicht gespielt, aber es ist wirklich manageable. Im Stehen etwas gegen Schmerzen? Am Anfang, also am US Open, ja, habe ich genommen, aber jetzt auch nicht mehr, weil ich nicht 3 Monate lang Schmerzmittel nehmen. Aber jetzt geht es auch ohne. Es ist schon so, dass ich eigentlich nervös werde oder realisiert, wenn wir ins Stadion hineingehen, dass ich jetzt wirklich ein richtiger Match spiele. Und ich mache mir dann auch viele Gedanken, ab und zu höre ich auch Musik. Ich bin eigentlich schon am Abend vorher, denke ich, vor dem Einschlafen, immer an meine Gegnerin und schaue dann auch ein bisschen, wie sie spielt und mich so ein bisschen mental auch vorbereite. Ich finde es auch wichtig, vor dem Schlafen so, dass man dann so mit dem Gedanken dann einschläft. Okay, dann gebe ich mir einfach ein Players Lounge. Vor dem Match ist auch gut, um sich ein bisschen ablenken. Also zum Beispiel, dass ich, keine Ahnung, ein Buch lesen oder irgendwie auf dem Handy etwas schauen, eben mit dem Team sein, andere Matches zu schauen. Also irgendwie ist das schon so eine Routine, dass ich überhaupt irgendwie nicht nachdenke. Die Anspielzeiten sind nur ein Richtwert. Auf dem gleichen Court, wo die Spielerinnen antreten, sind ganz viele verschiedene Matches nacheinander. Wenn ein Spiel länger geht, dann kann es sein, dass man eine Stunde, zwei länger warten muss. Man muss sich warm halten, man muss verfolgen, was passiert auf dem Court, weil es könnte sein, dass es schnell fertig ist, dass vielleicht jemand aufgibt und man sofort muss auf den Court. Und das ist natürlich eine Belastung, wo man auch den ganzen Fokus hochhalten muss. Wir Tennisspieler sind uns mega gewöhnt an das, weil ich meine, ich weiss genau, bei welchem Spielstand ich mich einlaufe. Ich sehe auch den Match vorher. Ich sehe auch, ob es eng ist oder ob es wirklich eindeutig ist. Und logisch, manchmal passiert etwas. Also zum Beispiel im Tiebreak kehrt es dann und die anderen gewinnen dann den Satz. Aber ich meine, das ist eine Frage von einer halben Stunde. Also du behaltest dich gleich irgendwie noch warm. Ja, der Auftritt in Linz lohnt sich nicht für Belinda. Sie verliert gerade zum Auftakt gegen Annalena Friedsam. Das bringt ihr keine Punkte, aber verschlechtert ihre Ausgangslage für Shenzhen weiter. Man hat das Gefühl gehabt, jetzt braucht es praktisch ein Wunder, dass sie es noch schafft. Die Hoffnungen waren dann gleich null. Also dort habe ich mich schlimm gefühlt. Ich habe ich schon Papi gesagt, ja, ich spiele kein Turnier mehr, ich mag einfach nicht mehr und mental und ich habe es einfach nicht geschafft. Und, also das war schon her nach dieser Niederlage. Ich bin gerade in Wien am Flughafen. Wir haben uns jetzt doch noch nach Linz nach der Niederlage entschieden. Am nächsten Tag, dass wir jetzt gleich noch auf Moskau fliegen. Wir haben gedacht, okay, wir sind jetzt mega müde, aber wir haben so lange schon gekämpft für die Race und jetzt kämpfen wir einfach mal bis zum Schluss, egal wie klein die Chancen sind. Ich müsste Finale spielen, um mich zu qualifizieren. Nachher gibt es eine überraschend gute Wende für Belinda. Serena Williams bricht ihre Saison ab und sagt damit auch Shenzhen ab. Das bedeutet, weil Williams vor der Belinda liegt, dass sie jetzt nur noch eine überholen muss. Eine Gegnerin, und das ist Kiki Bertens. Und trotzdem muss man sagen, auf Befehl, so einen grossen Final zu erreichen, nach solchen Rückschlägen, wie sie jetzt hinter sich hat, das ist eine Herkulesaufgabe. It is the break. Vor Paulina Herzog. Der Auftakt in Moskau misslingt völlig. Gegen Paulina Herzog fliegt sie nach kurzer Zeit bereits 0-5 im Rückstand. Paulina Bencic has work to do in this first set. Die Nerven liegen wieder mal blank. Sorry, it's like 20 cm. Aber mit dem Rücken zur Wand findet Belinda doch noch zu ihrem Spiel zurück. Well, Paulina Bencic went into Moscow knowing what she needed to do. Belinda Bencic keeps it going at the Kremlin Cup.
und plötzlich fällt nur noch ein Sieg für die Qualifikation für Shenzhen. Vor dem Halbfinale, das ist die schlimmste Nacht von meinem Leben gewesen. Ich konnte wirklich keine Sekunde schlafen. Martin ist genau gleich gegangen. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht, so wie geht's denn? Ich dachte, es geht mir so schlecht. Normalerweise sagst du, nein, mir geht's gut. Ich gehe jetzt weiter. Also, du willst wissen, deine Nervosität nicht, du willst sie nicht zulassen. Und in dem Moment habe ich sie einfach mega zulassen. Ich sage, nein, es geht mir einfach schlecht. Also, ich meine, wenn ich den Match verliere, den allerletzten, vor dem Ziel, das wäre extrem schlimm für mich. Oh, that was such a nice net cord for Bencic. Oh, that points. Now for Belinda Bencic. In dem Moment bist du einfach froh, dass du schaffst, irgendwie an die Grundlinie zu laufen, weil deine Knie sind so am Wackeln, so am Zittern. Du hast so keine Luft über, also die Nervosität pur einfach. Belinda Bencic can book her ticket to Shenzhen and look what it means to her. 6-3, 6-4. She's done it. Well, look at that. We said coming into this match that this was like a final for her. How excited they are as a team to be through to Shenzhen. Das war so eine Erlösung, die ich dann gewonnen habe. Das ist unglaublich gewesen, das Gefühl. Das habe ich immer noch manchmal. Und in dem Moment habe ich dann auch wieso den Kiki Bertens abgehängt. Sie hat mir dann auch geschrieben, nach dem Match, dass ich es dann auch verdient habe. Und, also es war wirklich sehr nett gewesen. Ich war nicht nervös. Ich habe mir auch nach dem Halbfinale gedacht, hey, jetzt kannst du sicher nicht mehr nervös sein, jetzt hast du das schon erreicht. Und ja, müde bin ich, einfach mental auch. And Anastasia Pavlyuchenkova, the home favorite, has the first set in hand in this final. Und dann mir irgendwie gesagt, jetzt tust du einfach mal wirklich nicht nachdenken und einfach dein Spiel spielen und hast nichts mehr zum Verlieren. Du spielst auch ein bisschen mehr Risiko. That's a wonderful strike, and Bencic breaks to start the second. Bencic break advantage in the third. Could this week have gone any better for Belinda Bencic? Fabulous stuff from the Swiss in Moscow. She played under so much pressure through this week, knowing what she wanted to achieve. Also der Erfolg in Moskau ist natürlich ein riesiger Schritt für eine junge Spielerin wie Belinda, die jetzt wieder eine neue Ebene erreicht hat, wo sie weiß, sie gehört zu den besten 8. Das ist etwas, was sie mitnimmt für die Karriere, die sie jetzt in ihrem Rucksack hat. Es gibt mir mega viel Selbstvertrauen natürlich, dass man immer an den grössten Turnieren wie Olympia, dass man das wie so sein Bestes abrufen kann und einfach mit den besten Spielerinnen der Welt auch unter eigentlich enormem Druck, dass man hier da mitspielen kann. Nach dem Finale sind wir eigentlich schon auf dem Flughafen. Und ja, ich muss sagen, es ist wirklich eine gute Idee, dass wir jetzt doch nach Moskau sind. Wir haben uns für Shenzhen qualifiziert. Yes! Und dann das Turnier gewonnen. Also unglaubliche Woche. Und here it is! Nach Moskau ist es eigentlich weitergegangen, weil ich ja nicht viel Zeit hatte, um mich zu erholen. Wir sind kurz heimgegangen, haben umpackt und dann sind wir eigentlich gerade auf China geflogen. Es ist früh am Morgen, wir sind jetzt angekommen, hier in Shenzhen, haben gerade den Center Court angeschaut. Es ist riesig, mega schön und hinter mir steht die riesige Wand. In Shenzhen am WTA-Final treten die besten 8 Spielerinnen vom Jahr an. Es ist ein Turnier wie kein anderes. Der ganze Fokus konzentriert sich auf die. Jede Einzelne hat eigentlich einen roten Teppich und eigene Garderobe, eigene Fahrer, Chauffeur. Das Medieninteresse ist riesig. Es ist ein Turnier, das extrem viel Preisgeld ausschüttet. Das sind 14 Millionen Dollar für 8 Spielerinnen. Das sind Börsen, von denen kann man können Spielerinnen nur träumen an anderen Turnieren. Rund ums Tennis hatte ich einfach das Gefühl, dass die mediale Aufmerksamkeit einfach grösser war. Vielleicht, ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, weil wir nur 8 waren. Wir hatten Zeremonien, wir hatten das iconic Fotoshooting. Man hat jetzt nicht Sachen gemacht, die
die einem schaden könnten, dass man jetzt irgendwie zu viel etwas gemacht hat und irgendwie das Training ausgelassen hat. Aber schon viel mehr wie ein normales Turnier. No, I don't think we should push it in that situation. Ja, Shenzhen erlebt hier ein bisschen ein Worst-Case-Szenario mit den Verletzungen, die sich häufen, schon am Anfang des Turniers. Das ist sicher auch ein Folge des Belags. Ich habe das von Anfang an gespürt, auch in den Trainings, dass der Platz wirklich schon in die Beine geht und in die Muskeln und einfach physisch ja, schwierig ist. Shenzhen hat einen sehr rauen Belag, der das Stop-and-Go erschwert, wo die Spielerinnen extrem auf die Muskeln schlägt. Prompt taucht Kiki Bertens wieder auf. Please welcome Kiki Bertens. Die rutscht nämlich auch noch rein ins Turnier nach diesen Verletzungen und muss gegen Belinda spielen. Und tatsächlich geht es um ein Halbfinale. Die Bertens ist dann wieder aufgetaucht in meinem Leben. Und das hat mich ein bisschen nervös gemacht, weil ich dachte, ich habe sie ja schon abgehängt in Moskau. Ist das alles für nichts, wenn ich jetzt verliere? Belinda hat das Entscheidungsspiel um das Halbfinale gegen Kiki Bertens sehr gut angefangen. Bertens will have to retire down a set and a break. Ich habe das überhaupt nicht erwartet in dem Moment und deswegen ist es ein bisschen komisch gewesen für mich auch irgendwie so gross zu jubeln und so weiter. Aber dann, wo wir dann allein waren, so im Hotelzimmer und so, dann haben wir uns schon mega gefreut. And Lena Svitolina have both shown there is plenty of desire left as they attempt to grab further glory as seasons end. Das Halbfinale ist für Belinda schon das 73. Spiel in der Saison. Das bedeutet, dass sie umgerechnet alle vier Tage ein Match gespielt hat. Ja, Belinda startet gut in der Halbfinale gegen Lena Svitolina. Oh, majestic and quality from Bencic as Svitolina drops her first set of the tournament. Momentum? Shifting? I think so. Aber im Verlauf des Matches spielt ihr Körper nicht mehr mit. And here we go again, right here. Als ich den verloren habe im Halbfinale, war es sehr bitter, wenn einfach der Körper nicht mehr hat wollen. Ich habe am Ende einfach Krämpfe bekommen. Es war nicht mal eine richtige neue Verletzung. Lynn Bench is now crying and you know that she cannot defend really her match right now. Wow. Yeah, it's Svitolina showing no mercy. Looking to shut down Bencic. Two games away. And that might be it. And that is it. A slow trot from Bencic to Svitolina to concede the match. She has retired. Ich denke, es recht gehabt, zum müde zu sein, weil die Turniere vorher habe ich eigentlich schon fast nicht mehr mögen und irgendwie gleich ist es weitergegangen und weitergegangen. Und ich denke, am Schluss ist es für mich einfach dann ein Match zu viel gewesen. Grundsätzlich sind alle vier Tage ein Match sicher nicht zu viel. Das ist jetzt sicher ein Spezialfall, auch weil halt das Masters jetzt in China ist, dass so viel müssen den Kontinent wechseln. Das sind natürlich Belastungen, die sich nicht auf dem Matchblatt zeigen, wie viel man gespielt hat. Aber es gibt Sponsorentermine, Social Media. Man ist eigentlich permanent ist man dran. Die grosse Kunst ist eben auch, sich einmal rauszunehmen. Sich mal zwei Wochen gar nichts zu machen. Vielleicht auch mal Instagram auf der Seite zu lassen und wirklich ganz etwas anderes zu denken. Physically let down by her hamstring. She'll be back, don't worry. Plenty more appearances. Die Saison 2019 ist mit Abstand die beste für Belinda. Mit dem Halbfinale im US Open, mit dem Halbfinale an den WTA-Finals mit zwei Turniersiegen. Sie hat jede Menge Spitzenspielerinnen geschlagen. Und das freut mich extrem, einfach, dass mir das eigentlich gut gelungen ist. Die Konstanz, die ich eigentlich behalten konnte, das ganze Jahr, das macht mich eigentlich extrem stolz. Und doch, was fehlt, ist ein grosser Titel
es mir im Tag hier nachher geschrieben, es sei die Unvollendete. Weil es fehlt leider ein bisschen Krönung. Nathalie, sie bedeutet mir so viel, weil also sie ist wirklich meine allerbeste Freundin und sie ist einfach immer da und es tut mir so gut, wenn ich sie sehe. Ich sehe sie wirklich nicht viel. Vor allem ist es etwa so 4-5 Monate nicht gesehen. Nein, noch mehr. Nein, viel mehr. Ich war gar nicht mal gesehen. Ja. Das ist ja das, was ich schätze an unserer Freundschaft. Es ist relativ unkompliziert. Wir sehen uns und dann können wir wieder dort weitermachen, wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Sie ist auf meiner Favorites-Liste vom Zurückschreiben. Wenn ich einen guten Match spiele und mega viele Leute schreiben mir, dann ist sie so meine Mami, Nathalie, meine Omis. Wir sind wie zusammen durchs Tennis halt ein bisschen aufgewachsen. Wir haben in der Nähe voneinander trainiert. Dann sieht man sich halt immer so ein bisschen am Wochenende oder Turnier und trainiert mal ein bisschen zusammen. Weißt du, was das allererste Mal, magst du dich eben nicht erinnern, ist das Kaltbrunn. Weißt du noch das Kaltbrunn? Da bist du etwa 8 oder so. Ich bin also auf den Deckel gekommen. Nein, ich glaube nicht. Und sie war dort ganz klein. Und sie hat, ich weiß, das weiss ich noch so gut, sie hat immer lange Haare gehabt. Und etwa 10 Haargummis in ihrem Rostschwanz. Nachher ist sie so gekommen, mit einer viel zu grossen Tennistasche. Und meine Mami hat sie gesehen und ihr gesagt, jö, du bist so herzig, spielst schon Tennis. Und nachher sie so, ja, ich spiele. Und ich habe nachher gegen sie gespielt. Und ich habe 6-0 verloren. Es war so klein und herzig, aber schon, sie hat alle geschlagen. Wir sind eigentlich mega unterschiedlich. Aber wir sind uns auch das wie bewusst. Und wir finden das beide auch so lustig. Sie ist so genau an Sachen. Und sie kommt nie zu spät. Und sie macht alles so mega genau, so perfekt. Und ich bewundere das einfach, wie das jemand kann. So. Ah ja, und sie geht um 8 Uhr oder um 9 Uhr schlafen. Wenn sie am 10 Uhr noch wach ist, dann ist es wirklich ein grosses Glück. Und dann, wenn du mit ihr schreibst. Nein, mit ihr schreibst du, dann ist es so 9:58 oder 9:59. Und dann auf einmal ist es 10 Uhr und schreibt sie, okay, ich muss jetzt schlafen. Dann geht sie auch schlafen. Das macht es wirklich so gut bei ihr, dass sie wie so mein Leben versteht. Ich verstehe ihr Leben. Und wir tun uns wie so gegenseitig unterstützen. 2016 haben sich verschiedene Verletzungen gemolden. Am Rücken, am Steißbein, die Adduktoren, das Handgelenk. Sie ist monatelang ausgefallen, hat man an Krücken rumlaufen. Das war für sie eine ganz schwierige Phase. In dieser Zeit konnte ich ihr eigentlich wenig Tipps geben, sondern mehr ihr einfach das Gefühl geben, hey, es ist schon gut, es kommt wieder. Und mehr zuhören und mal ja, auch etwas anderes machen als eben nur Tennis oder so. Dann gehen wir halt mal ins Kino oder gehen wir einfach mal noch kurz Nacht essen. In dieser Phase vor allem war sie eigentlich eine riesengroße Stütze. Man hat wie so nicht den Sinn vom Leben verloren, aber logisch, du wachst eigentlich jeden Tag auf und machst so dein Ding, machst dein Programm, machst dein Training und alles ist so normal. Und auf einmal, wenn du verletzt bist, dann machst eigentlich, es nimmt dir trotzdem sehr viel Energie, weil du einfach den ganzen Tag Physio machst und Reha machst und es ist einfach, irgendwann wird es einfach nicht lustig. Willst du anhocken? Das hat sie ja jetzt selber auch gemerkt in dieser Zeit, dass Tennis nicht nur, also es gibt nicht nur das Tennis, es sind auch andere Sachen noch wichtig im Leben. Ich habe wirklich das Tennis angefangen, wie so mehr schätzen auch, wo ich dann wieder können spielen. Logisch, in dieser Situation sieht man alles ein bisschen schwarz, aber ich denke, Verletzungen haben wirklich auch gute Sachen, dann, die man dann im Nachhinein erkennt. Wenn ich jetzt aufs 2020 schaue, eigentlich ist mein Ziel wirklich natürlich auch das Olympiajahr. Also die Vorbereitung für die Olympiasaison fängt jetzt an. Ist auch recht speziell, wenn man so vorne schaut. Es zeigt auch, dass ich sterbe. Nach der Ferien hasse ich mich selber, dass ich irgendwie so gar nichts gemacht habe. Und auch so mit dem Essen und so, du chillst einfach voll. Und dann, wenn du zurückgehst, dann musst du dich erst mal wieder daran gewöhnen. Und vor allem, wenn du, also kannst du irgendwie nicht von 0 auf 100. Aber gleich, es ist dann wieder ja, streng am Anfang.
Ich finde es ein bisschen unfair. Das ganze Jahr sind wir am Arbeiten und dann machst du zwei Wochen freie Ferien und dann magst du irgendwie nicht mehr. Es geht mega schnell. Arbeit kommt. Ich habe das Gefühl, bei mir. Passa drin. Bleib wach. Bravo. Ai, ai, ai. Oh, das macht jeden Tag. Unglaublich. Das ist schon ein Grund, warum sie Profi ist. Bei der Olympiade bin ich nicht so, dass ich nur mich aufs Einzel fokussiere. Ich sehe, dass ich dort am meisten Chancen habe, um vielleicht eine Medaille zu holen. Aber logisch im Doppel und vor allem vielleicht im Mixed habe ich das Gefühl, dass ich das eigentlich auch schaffen kann. Kommt es an den Olympischen Spielen in Tokio zum Mixed mit Belinda und Roger zusammen? Das ist natürlich die grosse Frage. Roger und ich kennen uns eigentlich gut und wir haben ja immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt und wir sehen uns ja auch an den Turnieren und ich kann immer bei ihm eigentlich Tipps einholen und deswegen ist es eigentlich ganz normal gewesen, dass wir auch ein bisschen darüber geschrieben haben. Wir haben dann auch gesagt, falls er an die Olympiade geht, dann würden wir sicher zusammen Mix spielen, was mich enorm gefreut hat. Er hat mich dann gefragt, was ich vorhabe in dem Moment. Ich so, ja, müsste schnell in meinen Kalender schauen, aber ist eigentlich gut. Also, wenn es mit dir spiele ich natürlich. Und also, wir haben so, wie so ein bisschen, er hat es wie so ein bisschen lustig gemacht, aber ich habe mich natürlich in dem Moment so extrem gefreut halt hinter dem Handy. Also er hat es natürlich nicht gesehen, ich hoffe, er sieht das auch nicht. Aber wieso so, ja, okay, es wäre mega cool und für mich ist es natürlich ein Traum, ja. Belinda und der Roger haben ja 2018, 2019 den Hopman Cup in Perth gewonnen und sehr gut harmoniert auf dem Court wie auch neben dem Court. Und das Duo hat natürlich Chancen auf Olympia Gold im Mixed, klar. Das Ziel ist natürlich von jedem, der an die Olympiade geht, dass er eine Medaille kann holen kann. Es ist ein mega schöner Gedanke. Es ist wirklich etwas, was super wäre. Aber es ist wirklich sehr, sehr weit. Oder man ist noch sehr, sehr weit von dem entfernt. Aber es ist einfach die Motivation, die man dann hat, wenn man anfängt. Cup ist das Pendant zum Davis Cup. Es ist die wichtigste Mannschaftscompetition im Tennis der Frauen. Es ist eine der grössten Frauencompetitions in der Welt und findet jedes Jahr statt. Ich freue mich eigentlich immer auf die Fed Cup-Wochen. Im ganzen Jahr spielt man eigentlich nur für sich selber und alle anderen sind wie so Konkurrentinnen. Und jetzt finde ich es einfach mega cool, mal wirklich eben fürs Team zu spielen. Es ist wie eine Teamsportart. Wir sind uns am Einwärmen. Wir sind ready. Gell, Jimmy? Singe, zacke, hey! Aber wenn der Nein, gehen wir mal, wir haben gerade Spaß. Ja. Ja, wir gehen zusammen zu Nacht essen. Die Atmosphäre ist einfach ganz anders und man versucht wirklich, sich zu helfen, dass alle einfach an diesen Tagen das Beste können, voneinander rausholen können. Bei einer Fake-Begegnung kommt es traditionell zu 4 Einzel und einem Doppel. Und wer dann zuerst 3 Punkte hat, hat gewonnen, aber nach 3-0 ist dann natürlich vorbei. Die Schweiz trifft dann am Wochenende auf Kanada und ist klar zu favorisieren. Auffällig ist, dass sich bei den Kanadierinnen die gemeldete Gegnerin von der Belinda nicht aufwärmt, Eugenie Bouchard. Das führt im Team zu Verunsicherung. Ja, was machen Sie jetzt? Spiel ich doch schon alles. Melden aber. Ah, Sie können nicht die Höhe machen. Belinda, komm, konzentrier dich auf dich selber. Das ist scheißegal, gegen wer das Spiel ist. Komm. Ja, aber ich muss wahrscheinlich schon ein bisschen mehr spielen, oder? Ja, jetzt. Aber jetzt haben wir reichen. Kurzfristige Wechsel und Umstellungen gehören in diesen Wettbewerb zum taktischen Alltag. Das sind Geplänkel, mit denen spielt man, mit denen tut man verunsichern. Das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil jede Mannschaft weiß, dass das passieren kann. Knapp 20 Minuten vor Matchbeginn ist es dann klar. Bouchard spielt nicht, es rutscht eine Ersatzspielerin für sie rein, nämlich Dabrowski. Nein. Gängerin? Also wenn sie im App ist gekommen.
Das weiß ich noch gar nicht. Okay. Merci. Und in dem Moment ist man natürlich schon verwirrt. Man hat ja einen ganzen Plan und Spielplan und man hat wie so Gegnerinnen auch vor Augen und alles. Und man versucht dann wirklich einfach schnell so viel wie möglich herauszufinden, wie die Gegnerin spielt, wie sie ist, wie sie ja, bei wichtigen Punkten spielt. Man versucht dann einfach wie so die ganze Taktik schnell umzustellen. Die Schweizer Nummer 1, Bettina Becic! Einbahntennis. Belinda Bencic bulldozes through with brevity past her Canadian opponent. Eine Demonstration ihrer Klasse. Die Schweiz führt nach dem ersten Tag mit 2:0 gegen Kanada und hat alle Chancen, morgen den dritten Punkt zu erobern und ins Finalturnier einzuziehen. Ja. Also, Tradition. Die Schweizerinnen haben im Team ganz eine spezielle Tradition. Bei jedem Sieg dürfen zum Captain Heinz Günther den Fingernagel rot lackieren. Das führt dazu, dass er dann oft tagelang einfach mit roten Fingernägeln rumlaufen muss. Okay, so machen wir es. Fertig. Jill Teichmann am Tag vorher das zweite Einzel gewonnen hat, kann Belinda mit dem Sieg über die junge Leila Fernandez die Begegnung entscheiden. Und Jill hat ja am Tag vorher schon gespielt gegen die Leila und kann der Belinda ein paar Tipps geben. Das ist einfach Druck, aber nicht gerade, oh, sehr, wir sind gewinnen, sondern eins und eins ja, und dann das dritte ja. Hast du das Loch offen, weil es genau. Ist nicht so gross. Ja. Wir haben nicht viel Kraft. Also irgendwann sie ist nicht eine, weißt, wo die andere Esko, die auf der Linie bleibt, ja, bleibst dann da. Nachlacht, sie ja. Lässt sich hinterher bringen. Ja. Ja. Das Einzige, was man schauen muss, ist durch die Mitte, wie die Fort-Eis-Seite. Ab und zu macht sie mit ein bisschen Slice. Das heisst, der kommt auch ein bisschen rein. Aha, okay. Also warten. So oft vor, du musst nicht wirklich voll rein, sondern warte ein bisschen, der kommt sowieso dann rein. Okay, einfach drücken. Wenn du drückst, irgendwann hast du es los. Doch dann wächst Fernandes, Nummer 185 von der Welt, über sich raus. Und das ist es gewesen. Die 17-jährige Leila Fernandes schlägt die Weltnummer 5, Belinda Bencic. Eine Sensation. Der Vorteil von so einem Wettbewerb ist ja, dass Teamkolleginnen für einen wieder Kohle aus dem Feuer holen können. Das passiert auch. Jill Teichmann gönnt und bringt die Schweiz ans Finalturnier in Budapest. Oh, der passt! Was für ein Abschluss! Mit dem Team, das die Schweizerinnen zusammen haben, hätten sie in Budapest sicher Grosses erreichen können. Ja, und dann ist es ja anders gekommen. Dann hat ein Virus die ganze Welt auf den Kopf gedreht und auch Budapest musste ausfallen. Wir sind gerade in Denver angekommen. Jetlag ist ziemlich heftig und sind dann noch eine Stunde weiterfliegen auf Palm Springs und können dann von dort ins Hotel gehen und dann morgen anfangen zu trainieren. Auch vor der Tenniswelt und den USA macht das Coronavirus nicht Halt. Indian Wells is going to be canceled. The BNP Paribas Open now. One of the first major sporting events in the US to be canceled. Wir sind gerade in Denver am Flughafen, immer noch. Und wir haben jetzt gerade erfahren, dass Indian Wells abgebrochen wird oder nicht abgebrochen wird, aber gar nicht stattfindet wegen dem Coronavirus. Und jetzt sind wir am überlegen, ob wir wieder 15 Stunden sollen heimfliegen oder was wir jetzt machen. Und ja, im Moment ist die Situation wirklich sehr lustig. Also muss ich sagen, dort ist mir echt scheiße gegangen. Wir sind einen mega langen Flug, irgendwie war er auch gar nicht gut gewesen. Wir sind endlich in Amerika angekommen. Dann kommst du raus, meldest dich aufs Wi-Fi an, das Turnier abgesagt und denkst so, ja, was soll ich jetzt machen? Zurückfliegen oder irgendwie... The airport life chose us. And the jet lag too. Dann haben wir realisiert, dass unsere Koffer eigentlich schon auf den nächsten Flug gegangen sind, auf Palm Springs dann.
Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen wahrscheinlich dort anfliegen jetzt. Ich hatte ein paar Sponsoren-Commitments dort und Pressetermine und so. Und dann haben die einfach gemacht und haben auf Miami gewartet. Und diese Absage ist erst der Anfang. Ein Turnier nach dem anderen wird abgesagt. Es kommt zu einer monatelangen Pause. Andere Turniere werden verschoben. Der ganze Turnierkalender wird durcheinander gewirbelt. Wir sind jetzt vor 5 Tagen etwa heimgekommen von Amerika. Es war ja auch ein riesiger Chaos dort, was jetzt passiert mit den Turnieren. Wir waren in Indian Wells und dann hat ja, das Turnier quasi abgesagt. Dann hat niemand gewusst, was machen. Aber wir haben dann alle halt so ein bisschen gewartet, bis Miami auch noch abgesagt wird, weil alle haben gewusst, dass es abgesagt wird. Und ja, dann haben wir eigentlich vor, in Florida zu trainieren, 2-3 Wochen und dann zurückkommen. Aber nachher irgendwie über Nacht, wo der Trump ja die Ansage gemacht hat, dass der Travel Ban kommt, ja, sind wir eigentlich ja, wie so ein bisschen so, ja, in Panik geraten. Und dann ja, sind wir am gleichen Abend sind wir noch heimgeflogen, zum Glück, weil das irgendwie so der vorletzte Flug war, den wir hätten nehmen können. Deswegen sind wir mega froh, dass wir es geschafft haben hier. Und ja, wir müssen jetzt gleich aber 14 Tage also die Heim-Quarantäne absolvieren, weil alle, die zurückkommen, aus egal welchem Land, müssen 14 Tage zuhause sein. Und ist eigentlich noch schön, wenn man nie zuhause ist. Denn im Moment, also ich geniesse es mega, wir langweilen uns eigentlich noch nicht. Wir machen all die Sachen, die wir bisher nicht haben können machen. Aufräumen, Sachen wegschmeißen, alles machen. Und wenn man ja sonst nicht so viel zu tun hat, tut man doch einfach Grand Slam natürlich ein bisschen sortieren. Australian Open, French Open, Wimbledon, US Open. Ich hatte dann auch wie so noch so eine Taktik gehabt, weil es einfach lang war zu Hause. Da habe ich einfach an jedem Tag ein bisschen gemacht. Und dann war mir wie so bei den nächsten Tagen nie, also, nie langweilig gewesen. Ich hatte dann wie so eine Aufgabe gehabt. Wir haben einen guten Garten und wir versuchen alle Workouts und wirklich das Fitnesstraining gleich zu absolvieren, weil wir haben jetzt 5 Tage wie so nichts gemacht und wir haben uns angefangen so mega schlecht zu fühlen. Also der Martin hat schon einen Plan zusammengestellt, dass wir wirklich auch ein bisschen Routine in dem Tag haben, weil ich meine, sonst wachst du ja auf und bist irgendwie so den ganzen Tag im Pyjama und das willst du irgendwie auch nicht. Und ja, wir haben jetzt eigentlich einen Plan, dass wir immer am 10 Uhr wirklich etwas machen, fitnessmäßig. Und dann am Nachmittag auch noch mal etwas. Er hat gestern irgendwie so eine Schnur gespannt. Dann haben wir auch ein bisschen so Tennis gespielt. Einfach ja, so lustig. Einfach ein bisschen Fußball. Wirklich einfach ja, normal aktiv sein und etwas im Garten machen. Und auch, vor allem auch frische Luft. Indian Wells war das erste grosse Tennisturnier, das wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde. Nachdem sind natürlich immer mehr Fragen aufgekommen, ob die Olympischen Spiele in Tokio werden stattfinden können. Also das ist nicht so das Einzige, was mir wirklich Sorgen macht. Das wäre mega schade, wenn das abgesagt werden würde. Das wäre ein mega Highlight von meinem Jahr gewesen. Also wir haben jetzt schon alle gemerkt in Indian Wells, okay, wahrscheinlich werden wir jetzt bis ja, Mai, Juni vielleicht länger nicht Tennis spielen oder keine Turniere spielen. Und man weiss dann, okay, wenn es so weitergeht, dann gibt es wahrscheinlich keine Turniere oder keine vielleicht Olympiade. After weeks of speculation, Japan's Prime Minister says the Tokyo Olympics will be postponed. Olympia 2020 wird wegen der Corona-Krise auf nächstes Jahr verschoben. Ja, eine Lösung, die wir irgendwie alle erwartet haben, weil irgendwie es wäre schon irgendwie ein Wunder, wenn ja, wenn wir die Olympischen Spiele dieses Jahr würden spielen. Und ja, also irgendwie ist schon natürlich enttäuschend, aber in dem Moment ist es wirklich ja, nicht unwichtig, aber man will einfach, ja, dass alles wieder irgendwie normal ist. Natürlich also weiss ich und hoffe ich, dass die Olympiade stattfindet. Irgendwie nächstes Jahr ist auch okay für mich. Also ich will auf jeden Fall einfach einmal in meinem Leben an der Olympiade teilnehmen. Wir gehen die erste Runde Interclub spielen. Ich habe seit 6 Jahren im Interclub gespielt.
Und ich freue mich richtig. Ja, ist es wieder so ein Déjà-vu, back to the roots. Ja, der Interclub ist in der Schweiz eine Institution. Das ist ein Schmelztiegel für die ganze Tennisszene. Und vor allem für die jungen Spielerinnen und Spieler, die hochkommen, ist es eine extrem gute Standortbestimmung. Als ich 15 und 16 war, habe ich auch für No Locarno gespielt. Und jetzt sind wir Chiasso. Und irgendwie am Anfang von Corona habe ich gesagt, oder sie haben mich gefragt, ob ich mitspielen will. Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich habe eben die letzten zwei Mal auch für sie gespielt und es war super. Belinda ist von ihrem Vater Ivan sehr früh zum Tennis gebracht worden. Ja, Tennis hatte ich immer gerne. Und dann bin ich mit der Dana, mit meiner Frau, immer in dem Tennisclub gsi. Und dann ist Belinda auf die Welt gekommen. Und dann Schritt für Schritt haben wir so ein bisschen angefangen. Als ich so zweieinhalb war, haben wir dann so langsam angefangen. Es war ja nicht wirklich eigentlich Tennisspieler in diesem Alter, aber so die Bälle zugeworfen und so. Und ich habe einfach, ich habe es gut gefunden, angeblich. Ich meine, ich kann mich eigentlich nicht daran erinnern. Aber dann später weiss ich eigentlich immer, dass ich habe immer Freude hatte. Und es hat mir extrem Spass gemacht. Mein Papi hat dann eigentlich täglich mit mir trainiert, eigentlich immer so eine Stunde am Tag. Und so hat sich der Ivan dann auch schon relativ früh an Melanie Molitor gewendet, damit sie trainieren können. Tennis ist ein riesen Kommerz und ich habe gewusst, dass bei der Melanie, dass sie mir eine ehrliche Meinung gibt. Oder? Andere Tennistrainer sind auch sehr seriös, die meisten, aber viele müssen natürlich auch aufs Geld schauen und da ist natürlich ein Kind schnelles Talent. Oder? Und Martina hat sich dann in Filderstadt verletzt. Und ich habe dann spontan gedacht, ja, dann wird ja ihre Mutter Zeit haben. Und dann habe ich Frau Molitor angerufen. Ja, dann sind wir eigentlich dort angegangen. Er hat mir wieso das alles gesagt, eben, das ist die Mutter von der Martina Hingis. Und er hat sich extrem gefreut und hat mir das dann auch so gesagt. Und dann auf einmal, als wir dort waren, ich bin einfach mega nervös geworden, als ich sie gesehen habe. Ich habe sie natürlich auch im Fernsehen gesehen und alles. Und für mich ist es dann unmöglich geworden, um dort zu spielen. Also Belinda hat durch den ganzen Stress, durch den ganzen Umstand, hat sie nicht wollen spielen. Und hat sich hinter der Mami versteckt. Und dann mir auch Scheiße extra raufgefahren. Und sie hat sich Zeit gegeben. Aber dann hat mir die Melanie mit der Martina dann ein bisschen Technik gezeigt und auf was wir schauen sollen. Und dann, zwei, drei Monate später, haben wir uns dann nochmal getroffen. Und dann hat Belinda dann gezeigt, was ich kann. Ja, Ivan hat schon sehr früh auf die Karriere von seiner Tochter gesetzt, hat seinen Job selber quittiert, hat einen Sponsor gefunden, den Marcel Niederer, der die Familie unterstützt hat. Und es ist zum Teil auch der Vorwurf aufgekommen, Belinda sei das Projekt von Ivan. Ja, wir haben viele Sprüche natürlich gehört, auch in diesen Tennishallen. Oh, jetzt ist er wieder mit dem kleinen Mädchen da. Oh, jetzt wieder einer, der reich werden will mit dem Kind und das arme Kind. Und nein. Logisch, es ist einfach, sie haben gesehen, dass ich vielleicht Talent habe, dass ich den Willen habe, zum Arbeiten. Und sie haben einfach gesehen, dass das vielleicht ja, ein Weg ist, dass ich wirklich gut werden kann. Aber ich denke, sie haben es hauptsächlich für mich gemacht, also, dass sie mir ein super Leben ermöglicht haben und dass sie mir wie so einen Traum erfüllt haben. Und es ist nicht so gewesen, dass sie jetzt gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier ein Projekt und wir wollen jetzt, dass sie gut Tennis spielt. Der Vorwurf vom Projekt Belinda steht für mich auf wackeligen Füßen. Natürlich ist der Ivan und seine Familie ein grosses Risiko eingegangen, so extrem auf die Sportkarriere der Tochter zu setzen. Aber im Nachhinein muss man sagen, er hat alles richtig gemacht. Er hat die richtigen Personen gesucht. Er hat Melanie Molitor gefunden. Er hat das Ganze professionell angegangen. Er ist auch immer davon ausgegangen, Sport ist eine Lebensschule, dass das keine verlorene Zeit ist für Belinda. Belinda hat Drittliga Interclub gespielt. Sie war irgendwie 80 und wir waren früher da auf dem Spielplatz und dort hatte es ein anderes Mädchen und das war die Tochter der Gegnerin von der Belinda. Aber das hat die Gegnerin nicht gewusst und dann plötzlich hat es geheißen, ja, Belinda kommt dran. Belinda ist auf dem Platz mit den Taschen und dann sagt ihre Gegnerin, schön, dass du an Mami die Tasche trägst, oder? Und dann habe ich sie so angeschaut, so, hey, was meinst du? Also ich spiele ja gegen dich. Und dann hat sie es wissen so können glauben. Und, also ich meine, es war so Drittliga Interclub und ich habe sie dann relativ eigentlich einfach geschlagen. Und sie hat das nicht ganz so easy genommen. Normalerweise, wenn Belinda gegen Eltern gespielt hat, dann haben die damit Reserve aufgefasst. Aber die Frau, die hat das recht emotionell genommen.
Der Durchbruch bei den Juniorinnen hat sie 2013 geschafft. Dort hat sie French Open gewonnen, Wimbledon gewonnen bei den Juniorinnen und ist Junioren-Weltmeisterin geworden. Das ist eigentlich das Pendant von Roger Federer. Das schafft immer nur eine Person im Jahr. Und von dem Moment an hat man gewusst, international wird sie zu beachten sein. Nach 5 Monaten Pause nimmt das Tennis endlich wieder langsam den Betrieb auf. In New York passiert das. Das US Open ist das grösste Turnier, das wieder stattfinden kann. Belinda hat gute Erinnerungen. Das ist auch ihr erfolgreiches Grand Slam-Turnier. Nur gibt es das Problem. Tonight, a state of emergency is in effect for New York State. It's because of the coronavirus outbreak. New York, California, Illinois and Connecticut all ordering non-essential employees to stay home. Hospitals are reeling with New York City's mayor warning they will run out of supplies by this weekend. In dem Moment habe ich einen mega wichtigen Entscheid gemacht. Ich habe mich entschieden, nicht an die US Open 2020 zu gehen. Ich denke einfach auch der Flug und alles, also das Risiko ist natürlich, besteht natürlich schon. Und ich denke, ich kann mich eher noch besser auf Roland Garros konzentrieren und ich fühle, dass ich diese Saison wie könnte, ja, noch etwas mehr reissen in der Sandsaison wie normalerweise. Wir sind in Rom angekommen und sind auf dem Weg ins Hotel, in die Bubble. Also wir sind jetzt im Hotel angekommen. Wir haben den Test hinter uns. Und unsere 24 Stunden Isolation fängt jetzt an in diesem Hotel. In Rom ist dann aber das Comeback ziemlich anders ausgekommen, als sie wollte. Bereits im ersten Spiel hat sie dort verloren. Vor Rom hatte ich schon ein bisschen Beschwerden mit dem Arm. Es ist gekommen, als ich die Bälle gewechselt habe. Ich habe zuerst mit der US Open Bälle trainiert, weil ich ja noch nicht so entschieden war, ob ich gegangen oder nicht. Und nachher habe ich mich eigentlich entschieden, dass ich nicht gegangen. Und deshalb habe ich die Sandbälle gewählt. Und ich habe das Gefühl, dass es bei dem einfach wie so zu einer Überlastung gekommen ist. Aber es ist nicht von einem Tag auf den anderen. Und dann hat es einfach wirklich immer mehr wehgetan. Und dann in Rom wollte ich eigentlich noch spielen, aber dort ist es wirklich auch schon recht schlimmer geworden. Also ich habe den Match fertig gespielt, aber ja, also in dem Moment hat es mich wirklich mega geärgert auch, aber nachher im Nachhinein habe ich gedacht, okay, komm, diese Saison ist wirklich ja, besser in dieser Saison wie der nächsten. Nach dem Ende der ersten Corona-Saison ist Anfang 2021 vieles ungewiss. In Australien sind die Restriktionen ja sehr ausgeprägt und bis zuletzt ist eigentlich steht auf der Kippe, ob das Australian Open stattfinden kann. Also wir wissen nichts, es ist wirklich krass. Wir wissen das einzige Turnier, das wir spielen werden, wann und wo und auf welchem Belag und alles. Wir haben keine Ahnung, wann wir auf Australien reisen, was die Vorbereitung natürlich auch ein bisschen schwieriger macht. Das war wieder so ein Setback. Also ich dachte, nein, nicht schon wieder, okay. Wir wissen schon wieder nicht genau das genaue Datum und es ist wieder im Ungewissen. Also es ist schon schwierig, ja. Wir haben jetzt gerade ein E-Mail bekommen, dass auf unserem Flug jemand positiv war und deshalb müssen wir 14 Tage in der Quarantäne sein und es ist ein riesen Desaster. 72 Australian Open players are waking up in quarantine this morning, banned from daily training, after another COVID case was found aboard a charter flight. Es ist einfach jetzt sehr, sehr unfair wegen der Chancengleichheit. Die anderen können einfach trainieren und wir nicht. Also ganz ehrlich, ich habe mich schlimm gefühlt. Es war nicht lustig gewesen, natürlich. Also ich meine, ich bin ja eigentlich super vorbereitet an das Grand Slam gekommen. Ich habe 2 Monate Vorbereitung gemacht. In dem Moment, wo das eigentlich rausgekommen ist, dass wir in Quarantäne müssen, dass wir 14 Tage lang überhaupt kein Tennis spielen können, dass wir nicht einmal aus dem Zimmer rausgehen können, dass wir nicht einmal im eigenen Zimmer das Fenster aufmachen können, weil es einfach keins hat zum Aufmachen, ist tough gewesen. Ich habe versucht, meine Tennisschläger immer anzulangen, damit meine Hornhaut nicht weggeht, weil die ist, also in einer Woche ist die weg und dann, wenn du wieder anfängst, hast du Blutblasen an der Hand und die Tage sind natürlich schon extrem langsam vorbeigegangen und so war es eigentlich auch mit der Motivation gewesen.
Ich habe ganz viele Sachen dabei, ich habe ein Puzzle dabei, ich habe so Auswahlsachen dabei, ich habe Bücher dabei. Hallihallo, Tag 10. Riese Krise in den letzten Tagen, es reimt sich sogar noch. Tag 8, 9, 10 sind jetzt nicht einfach gewesen. Die letzten 10 Tage 10 negative Tests zurückbekommen. Also wir sind 10 mal negativ von 10. Und sind jetzt in den letzten Tagen drin. Aber wir haben News bekommen, dass die Leute, die angesteckt waren, also die Positiven, die sind jetzt ab heute frei. Und es macht es nicht einfacher für unser Mental im Moment. Aber ja, wir schaffen das noch 4 Tage. Und dann kommen wir raus. Also wir haben dann gerade ein Hotel mit Balkon gebucht. Und wir haben dann die ganze Nacht das Fenster offen gehabt. Frische Luft war das, was ich einfach gebraucht habe in dem Moment. Es hat klare Statistiken gegeben, dass die Spieler und Spielerinnen, die vorher sich in die harte Isolation begeben mussten, dass die viel schlechter abgeschnitten haben als die anderen. Also praktisch zum Teil bei den Männern fast kein Match gewonnen haben. 6:2, 6:1 in etwas mehr als einer Stunde. Heute ohne Aufschlag, ohne Return gegen diese Elise Mertens war Belinda absolut chancenlos. Ich meine, wenn man 2 Wochen nicht trainieren kann und alles, es lässt dich nicht nur stehen, es wirft dich auch noch zurück. Und wenn dann im Vergleich mit den anderen, die dann 2 Wochen trainiert haben, sind dann eigentlich im Vergleich einen Monat vor dir, die ganze Zeit auch. Und dann hast du vielleicht noch einfach kein Selbstvertrauen, du hast ein schlechtes Gefühl, wenn du auf den Platz gehst und alles. Und die sind alle viel weiter wie du. Also es hat sich wirklich dann noch Monate, hat sich das wie so weitergeschleppt noch. Und es ist wie so, alles wie so vernichtet worden mit dem. Zwangspause in Melbourne, die hinterlässt Spuren, da schleppt sie noch ein paar Wochen mit. Und sie hat kein richtiges Wettkampfrhythmusgefühl. Sie muss sich in jedes Turnier reinkämpfen und das führt leider nicht so weit, weil sie immer wieder früher verliert. Ihre grosse Stärke ist eigentlich ihr Spielverständnis und ihre Antizipation. Und das ist etwas, wo sehr wichtig ist, dass man sich wohlfühlt auf dem Platz. Und wenn sich Belinda wohlfühlt, ist sie für mich eine der absolut 5 Besten auf der Welt. Im Frühling 2021 ist Sebastian Sachs zu ihrem Team gestoßen, wo Belinda schon länger kennt als zusätzlicher Coach. Und, es tut sicher gut, noch ein zusätzliches Auge zu haben, eine Aussicht. Weiter, arbeiten! Ich denke, er ist extrem gut so im taktischen Bereich. Er kennt wirklich jede Spielerin, die auf der Tour ist, kennt er sehr, sehr gut. Und ist eigentlich, das ist wie so seine Stärke, dass er die Spielanalyse macht. Dass er wie so, mir kann einen sehr guten Plan geben für den Match. Mehr 3! Du musst ja gucken, bei dem zweiten Durchgang, ich mache einen Fehler, ja, und da hast du dich trotzdem aufgeregt, obwohl ich den Fehler gemacht habe. Das muss ich ja sehen. Da bin ich so weit gekommen, dass du dich darüber aufregst, obwohl du einen Punkt gewonnen hast. Und das ist manchmal, was auch im Match passiert. Und dann, das ist richtig, dann fängst du immer an, schlechter zu spielen. Und dann musst du dich selber coachen, so wie du dich gerade selber gecoacht hast. Da ziehst du dich runter. Ja. Du kannst ja kritisch zu dir, aber konstruktiv kritisch. Ja, also mir ist grundsätzlich lieber, wenn jemand emotional ist und die Sachen auch mal rauslässt, wie wenn gar nichts los ist und dann so halt nicht interessiert. Also sie will gewinnen und sie versucht alles und macht alles und wenn dann mal was raus muss, muss raus. Das ist gut.
vor Olympia auf den Mix speziell vorbereiten tun wir jetzt nicht. Also wir trainieren ein bisschen mehr Volley, ein bisschen mehr Übergang ans Netz. Sie hat ja mit dem Roger auch schon zusammen Mix gespielt in Australien beim Hopman Cup. Aber der Hauptfokus insgesamt bei der Belinda liegt auf dem Einzel. Sie hat sicher die Sicherheit im Moment noch nicht, wo sie vielleicht könnte brauchen. Auf der anderen Seite sind vielleicht die Erwartungen nicht so hoch. Und vielleicht kann ihr das sogar entgegenkommen, dass sie relativ unbeschwert kann ich das, in das Tokio reisen und vielleicht ist dann wieder ein Exploit möglich, wie zum Beispiel am US Open 2019. Also jetzt ist wirklich der Zeitpunkt, ein paar Tage vor dem Abflug, wo es wirklich mega kribbelt. Ich bin mega nervös, wie es wird sein. Und ja, es ist einfach extrem viel Geschichte auch. Und es ist mega interessant, um das alles zu kennen, weil als Athlet siehst du eigentlich nur, was jetzt ist und die Olympischen Spiele, die du jetzt spielst. Aber halt, dass es einfach so viel Geschichte hat, so viel History, macht es eigentlich mega speziell, dass dann irgendwie dann auch in dem kannst du mitmachen und irgendetwas dazu beitragen. Vor allem, weil es mein erstes Mal an einer Olympiade wird sein, ist es einfach noch spezieller. Und ich glaube, das würde ich dann auch nie mehr vergessen, so im Nachhinein. Eineinhalb Wochen vor dem Start der Olympischen Spiele gibt es einen Dämpfer für Belinda, weil der Roger hat abgesagt für die Hokio, weil ihm sein rechtes Knie wieder wehtut. Ich habe also persönlich von ihm gehört. Er hat mir persönlich angerufen, was super war. Ist natürlich schon ja, Bad News, enttäuschende Neuigkeiten gewesen, aber ich denke, Gesundheit geht hundertprozentig vor. Noch nicht was rein, Thomas. Ich bin immer so ein bisschen abergläubisch. Also, ich würde es dir nicht zu fest anschauen. Es ist auch so bei den Turnieren, dass so den Pokal anschauen vor dem Turnier ist. Ja, also ich weiß nicht, ob es komisch ist, aber für mich ist es einfach so. Nach dem Turnier dann hoffentlich. Ich fühle mich wie an einer Schulreise. Die Vorfreude ist echt schon riesig. Also ich bin mega gespannt. Also die letzten Tage war wirklich Vorfreude pur. Und ich bin froh, dass alles so geklappt hat. Das erste Mal bei mir ist immer das ein Punkt, wo ich nervös werde. Du kannst dir nicht vorstellen, wie nervös ich war mit dieser PCR-Test und alles. Ich bin die ganze Zeit aufgewacht. Ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, ich muss noch irgendwie einen PCR-Test oder ich habe einen zu wenig oder ich muss einfach alles so parat haben. Ich habe schon alles parat gehabt, aber es war einfach wie so, ja, so ein Kribbeln gewesen. 2 und 3 sind die offiziellen. Genau. Das ist super, perfekt. Super, danke. Die Olympiade zu gewinnen oder eine Medaille zu holen, ist wahrscheinlich alles, was dein Ziel ist in diesem Moment und für mich auch. Und, also ich habe alles für mich Karriere gemacht. Ich kann so viele Sachen aufgeben und es ist genau für das. Wir sind jetzt eingestiegen und auf den Top.